Servus Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten Kochvideo. Was ist für heute geplant? Was wollen wir heute gemeinsam kochen? Ja, ich habe mir überlegt, da es aufgrund der aktuell prekären Situation ein bisschen schwieriger ist, eine handgetauchte Jakobsmuschel oder auch einen frisch geangelten Zander hier ins Haus und auch zu euch zu bringen, ist es am einfachsten, einfach Lebensmittel zu nehmen und zu verarbeiten, die für jeden leicht erwerblich sind, woraus wir was trotzdem Tolles zaubern werden. Und zwar habe ich mir hier überlegt, starten wir mit einem klassisch französischen Frühstück, den Eggs Benedict. Eggs Benedict bestehen klassisch aus Toastbrot. Ich habe mich für ein Butterbrioche entschieden, um dem Ganzen einfach ein würdevolleres Fundament zu bieten. Hier wird ein bisschen Butter und Schinken drauf arrangiert. Obendrauf werden Blattspinat und eine Schalotte angezogen und das Ganze damit bedeckt. Anschließend ein pochiertes Ei. Habe ich hier Bio-Eier gekauft, selbstredend glaube ich. Ein bisschen Essig, um die Eier zu pochieren. Dann haben wir hier noch ein Weißburgunder für die Sauce Hollandaise. Abschließend das Ganze mit ein bisschen Gartenkresse und Salz, Pfeffer und Muskat dürfen natürlich auch nicht fehlen. Als erstes heizt ihr euren Ofen vor 100 Grad Umluft, um das Brioche nachher vorzuwärmen. Dann schmelzt ihr 150 Gramm Butter. Bei kleiner Temperatur nur schmelzen, nicht irgendwie erhitzen. Nebenher schneidet ihr eine Schalotte in feine Würfel für euren Spinat. Die habe ich jetzt hier umgefüllt in ein kleines Gefäß, wo wir sie super rauskippen können. Jetzt habe ich ein neues Wasser aufgestellt zum Eierpochieren. Hier geben wir gleich mal einen Schluck Weißwein dazu. Der Weißwein sorgt dafür, dass das Ei nicht ausflockt und das Eiweiß schön beisammen bleibt. Nebenher habe ich einen zweiten Topf aufgestellt mit wenig Wasser. Der dient als Wasserbad. Hier drauf werden wir gleich unsere Hollandaise aufschlagen. Als erstes machen wir die Hollandaise, weil die sich einfach am längsten hält, gut vorzubereiten ist. Hier nehmen wir ein Eigelb, das habe ich bereits getrennt, machen dort ein bisschen Zucker, eine Prise Salz und einen Schluck Weißwein hinzu. Das Ganze wird jetzt hier auf dem Wasserbad aufgeschlagen. Das Wasserbad hat ungefähr 80 Grad. Durch die indirekte Hitze fängt die Eimasse langsam an zu stocken. Das Ganze nennt sich zur Rose abziehen. Die Masse muss ungefähr 78 bis 80 Grad erreichen. Hier gibt es einen einfachen Tipp oder Trick. Den erkläre ich euch jetzt. Die Masse hat jetzt die gewünschte Temperatur erreicht und die gewünschte Konsistenz. Das könnt ihr ganz einfach mit diesem einfachen Trick probieren. Ihr nehmt die Masse auf den Löffel und pustet. Und wenn sie so Wellen schlägt, dass sie quasi aussieht wie eine Rose, dann ist die Masse perfekt. Nun stellt ihr die Temperatur runter und lasst die Butter langsam reinlaufen. Wichtig ist langsam, da sich sonst die ganze Masse trennen kann. Ist jetzt fertig. Wichtig, passt auf, die Hollandaise ist eine Diva. Wenn da irgendwas nicht passt, trennt sie sich. Die Butter sollte zwischen 30 und 40 Grad haben, langsam reinrühren und hier geht mit der Temperatur runter, weil sonst geht es mit der Hitze immer weiter. Das Endprodukt sollte dann im besten Falle so ausschauen. Ist ein bisschen dünner, wie man es sonst aus der Packung kennt. Liegt wahrscheinlich an den ganzen Verstärkern und Zusatzmitteln. So. Abschmecken könnt ihr das Ganze noch mit ein bisschen Salz und Zucker. Wer möchte, auch mit ein bisschen Pfeffer. Säure kann man gerne dazugeben noch in Form von ein bisschen Zitronensaft. Und da könnt ihr euch aber selber ein bisschen ausprobieren, wie es euch am besten geht. So, jetzt holen wir uns ein bisschen Alufolie. Decken das Ganze ab so, und stellen es auf niedriger Temperatur einfach nach hinten.
Die hält mindestens 20 Minuten, eine halbe Stunde so. Die rührt nachher nur noch einfach mal durch und dann kann serviert werden. Als nächstes schieben wir das Brioche in den Ofen. Der ist vorgeheizt bei 100 Grad. 4 bis 5 Minuten, einfach, dass das Brot ein bisschen Temperatur bekommt. Nun holen wir die Eier und machen die hier in eine Tasse rein. Schaut, dass das Eigelb ganz bleibt. Das ist sehr wichtig für euer pochiertes Ei. Das Wasser hat kurz gekocht, ich habe es jetzt runtergedreht. Dann nehmt ihr euch einen Schneebesen und erzeugt mit dem Wasser einen Strudel. So, dann lasst ihr jetzt langsam die Eier da reinlaufen. Nach und nach. So. Nun kann man ganz gut sehen, wie sich das Eiweiß um das Eigelb legt. Jetzt warten wir 4 Minuten, stellen uns den Timer und schauen uns das Ganze dann an. Nun geben wir ein bisschen Butter in die Pfanne und schwitzen da drin die Schalotten an. Während die Eier beaufsichtigt 4 Minuten in ihrem Essigwasser schwimmen. Nun kommt der Spinat hinzu. So. Mit dem Spinat braucht ihr nicht geizen, weil der Spinat enthält 94% Wasser und fällt total zusammen. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt werden wir hier ein bisschen Salz, Pfeffer, etwas Zucker und Muskat dazugeben. Das Ganze lassen wir jetzt einfallen. Streichen ihn mit Butter. Der Schinken hier drauf. So. Nun wird der Spinat darauf verteilt. Also, Hollandaise, Gartenkresse und dann ist das ganze Ding fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Lasst mir ein Like da, haut in die Tasten, was ihr in Zukunft sehen wollt und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß!